Hey Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword und jetzt gerade 1,5 Minuten schnell im schnellen Vorlauf vorgespult, weil nämlich in den ersten paar Minuten, wo ich aufgenommen habe, die Audioaufnahme abgeschmiert ist. Ja, ich kann sogar beim schnellen Vorlauf nicht reden. Und deswegen spule ich das jetzt eben kurz vor, rede irgendwas Sinnloses drüber und dann passt das wieder. Hier ist eigentlich nur passiert, dass ich den zweiten Stromschalter vom Schiff gesucht habe, der unten den zweiten Kolben aktiviert. Der ist hier in dem Raum, wo ich gerade davor gestanden bin mit dem Propeller. Damit der Propeller aber stehen bleibt und ich mit dem Pfeil durchschießen kann, musste ich erst in die Vergangenheit zurück, wie ich es jetzt hier wunderschön getan habe. Dann konnte ich jetzt den Schalter so aktivieren, hier rein, dann den zweiten Schalter aktivieren und dann war ich im Prinzip auch schon beim Stromschalter. Hab den dann aktiviert, dann habe ich unten gespeichert an der nächstbesten Speicherstatue und bin dann drauf gekommen, dass ich keinen Ton aufgenommen habe. Deswegen sieht man jetzt noch wunderschön, wie ich hier ein paar Mal Schaden bekommen habe, wie jedes Mal bei den Elektrotypen. Dann bin ich eh schon runtergelaufen und ja, wirklich was verpasst hat man nicht. Ich werde jetzt gleich wieder normal weiterreden bei einem Normaltempo Zelda mit Normaltempo Sprache und aufgenommener Sprache und zwar genau ab jetzt. So, nach diesem kleinen Zeitsprung geht's jetzt hier wieder weiter. Mir ist jetzt eben leider aus irgendeinem Grund die Audioaufnahme nach ein paar Sekunden schon abgeschmiert und ich hab's nicht bemerkt. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal vorgespult, falls ich daran gedacht habe, aber müsste ich normalerweise schon. Und habe wahrscheinlich irgendeinen sinnlosen Quatsch drüber geredet. Einfach nur ein paar Sekunden lang. Vielleicht habe ich es so schnell gemacht. Und ja, kann man nichts machen. Ich werde jetzt, habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut und weiß jetzt, wo der Maschinenraum ist. Wo wir jetzt hin müssen, da wir jetzt den zweiten Stromschalter aktiviert haben. Also das war ja das Einzige, was wir jetzt in diesen Zeitsprung unter Anführungszeichen geschafft haben. Wir sind nur da hingegangen, haben die Zeit zurückgedreht. Dann haben wir haben hier einen sinnlosen Weg zurückgelegt. Die Felder getroffen, dass die Türen aufgegangen sind und dann den Stromschalter aktiviert. Also es ist ja nicht wirklich was passiert, was Großartiges. Deswegen sollte man das vielleicht noch verzeihen können. Wo geht's hier raus? Da vorne ist das Fenster. Ich werde jetzt nicht die Zeit zurückdrehen. Nein. Und ja, also viel hat man jetzt nicht verpasst. Ich hoffe nur, ab jetzt nimmt es wirklich auf. Das habe ich jetzt genau denselben Text circa habe ich jetzt gerade schon nochmal geredet. Und dann ist schon wieder abgeschmiert. Aber ich glaube, es war einfach der falsche USB-Port, wo ich es angesteckt habe. Das Mikrofon. Die verstehen sich anscheinend nicht so gut. Aber wir gehen jetzt in den Maschinenraum. Und hier ist jetzt eben der zweite Bereich noch aktiviert, dass wir da durch können. Ah, boah. Also die zweiten Pressen hier sozusagen. Oder Bolzen, oder wie man das nennen mag. Was ist denn das? Ach, nein! Ach, Mist. Mich hat jetzt das Symbol da auf dem Minusknopf so verwirrt. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas. Ach, verdammt. Ja, da ist ein Bernsteinhartmut. Ach, verdammt, jetzt ist meine Fee weg. Ach, so ein Mist. Schade. Habe ich mir hart erkämpft. Aus dem Fass. Ja, das Fass war gewalttätig. Nein! Mist. Ach. Hängt mich jetzt ein bisschen auf. So, schwingen und tops. Reicht schon. So. Geh auf, euer. Schnell, 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 schnell. Boah. Das war jetzt gruselig. So. Hä? Muss ich mich da jetzt auch drüber schwingen oder was? Ach so, ich muss da auf die Pr
Essen drauf, damit das... damit ich hier weiter... Nein! Ah! Verdammt! Ganz ruhig. Ah, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn man jetzt hier so hoch konnte. Ach ja, hier kann ich hoch. Klar. Ist verständlich. Probieren wir es halt nochmal. Schwingen. Zurück. Vorwärts, zurück. Vorwärts! Ups! So. Und jetzt drauf. Boah, das war jetzt aber auch knapp. Und das war jetzt zu knapp. Zu knapp, um zu funktionieren. Geht hier jetzt... Ach, da geht die Abkürzung auf. Ist das nicht praktisch und da kann ich reinklettern? Okay. Geht's jetzt hier in den Kerker von den Matrosen? Wahrscheinlich. Wäre jetzt naheliegend. Ach, da kann man sogar sprinten. Vergesst das immer bei dem Spiel. Man kann sogar im Kriechen sprinten. Wie man das schafft, ist fragwürdig, aber man kann es anscheinend. So, hier ist nichts Besonderes in dem Raum, dann machen wir einfach mal auf. Und schon sind wir bei den kleinen, wackeren Kerlen drin. Du hast uns wirklich gerettet, danke. Du bist also hierher gekommen, um Nairos Flamme zu suchen. Um Nairos Flamme neu zu entfachen, musst du die Steuerung des Schiffs zurücksetzen. Der Kontrollraum ist neben diesem Kerker, wird aber von einer schweren Tür geschützt, für die du einen Schlüssel brauchst. Zuerst musst du zur Kapitänskajüte. Der Schlüssel zum Kontrollraum ist in der Kapitänskajüte. Zum Dank überreiche ich dir diesen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel kannst du die Tür zur Kapitänskajüte öffnen. Ah! Wunderbar, dann muss ich jetzt wahrscheinlich aus dem Schiff raus, oder? Wäre jetzt am naheliegendsten. Die Kapitänskajüte betrittst du durch die Tür am Ende des Decks. Oh, ach ja, stimmt schon, Deck, passt schon. Alles klar. Ich werde schon mal nach draußen fliehen. Tut mir leid, du machst das schon. Na klar. Lass dich nur nicht zerquetschen. Ach ja, ist ja die Abkürzung. So, die anderen sind natürlich schon abgehauen. Diese kleinen Feiglinge. Kann ich jetzt bitte da rein? Danke. Ach, für die war das wahrscheinlich genau gerade groß genug. Ich muss hier wieder durchkriechen. Hat man sowas schon mal gehört? Ein Held, der kriechen muss. Okay, ich glaube, das gibt's öfter. Vor allem im Videospiel. Aber Gott sei Dank können wir jetzt hier raus. Und hier sollte... Hier ist... Ah! Kommen wir ja nach draußen. Dann... Und von dort sollte es natürlich schnell ans Deck gehen auch. So, von draußen halt. Hoffentlich zumindest. Obwohl das Schiff da oben, es hängt ja oben fest. Das kriegen wir so einfach nicht runter. Ach, Mist. Ach, das Schiff ist unten, jawohl. Ha. Ah, ab und zu hat man eben doch Glück. Ich will das da oben auspatchen. Okay, geht anscheinend nicht. Kann ich das anschießen so? Oder braucht das einen Pfeil? Ja, das braucht einen Pfeil. Ja, kann ich ja verstehen. Wenn man ein bisschen zimperlich ist. Eine zimperliche Zielscheibe. Jetzt scheint die Aufnahme wieder zu funktionieren. Das gefällt mir. So, am Ende des Decks. Ach, da, mein Gott. Schwer versteckt. Dann denke ich, die ist mit dem kleinen Schlüssel abgeschlossen. Aber man kommt da trotzdem nicht rein, weil es eben die Schlüssel so verteilt sind, dass man da die Welt einfach nach der Reihe durchgehen muss. Das finde ich jedes Mal irgendwie ein bisschen faszinierend bei Zelda. So, jetzt speichern. Aufnahme und alles läuft noch. Diesmal ist das Speichern gut. Weil ich habe natürlich... Ein paar Sekunden bevor ich gemerkt habe, dass nicht gespeichert worden ist, dass die Aufnahme abgeschmiert ist, habe ich natürlich gespeichert. Und noch groß pro Sound. Es wäre jetzt blöd, wenn mir das jetzt abschmieren würde, weil dann müsste ich das nochmal machen oder irgendwie. Oder dann wäre das verloren. Und dann BAM! Hat's nicht geklappt. Aber naja.
Kann man jetzt machen. So. Ich muss anscheinend die Zeit umstellen. Schnell. Tja. Und jetzt sind sie alle tot. Keine Gegner mehr da. Vor allem keine Elektroschwerter. Das nervende Dinger. Hasse ich jedes Mal. So. Da hinten sieht man schon die Mastertruhe. Ich glaube, hier drin wird nicht so ein irrsinnig großes Rätsel sein, wie ich an die Truhe komme. Darüber bin ich dann auch froh. So, und hier drinnen muss ich wahrscheinlich wieder aktivieren. Da sehe ich schon einen Gegner, der bald spawnen wird und einen Turm. Ist da eine Pfeil drinnen? Ach nö, nur Pfeile. Das machen sie ja extra, damit man auch wirklich weiter kann. Okay, ich muss den Turm auf jeden Fall erledigen. Und dann kann ich wahrscheinlich einen Pfeil durchschießen. So, aber als erstes brauche ich einen Pfeil nach oben. Wo ist der Turm? Der Mast, meine ich. Der Seite? Wo ist denn der? Muss doch irgendwo sein. Ach, da. Muss man auch erstmal finden. So, voll aufladen. Damit er schön gerade fliegt. Toll, bleib so stehen. Während der Turm auf uns zielt. Mistkerl. Ich hasse dich mit deinem Elektroschwert. So, geht doch. Mittlerweile habe ich es mit den Türmen hier drauf. War schon mal schwerer. So. Treffe ich da gerade durch? Jawohl. Sollte klappen. Ja, passt. So, schauen wir mal, was da weiter ist. Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwann nochmal die Zeit zurückstellen. Das kann ich ja von hier drin auch tun. Nein! Ja, trefft mich ruhig alle. Passt schon. Jetzt kommt er von hinten noch. Sind wir verarschen? Habe ich die jetzt ernsthaft durchgestochen? Ich habe statt durchgeschnitten, habe ich den durchgestochen. Ah, ich brauche gar nicht zurückdrehen. Sehr schön. Let's get the Master Key. Du hast den Tentakelschlüssel erhalten. Könnte irgendein Hinweis drauf sein, was für ein Gegner gleich kommen wird? Diese Schnitzerei sieht aus wie ein Tintenfisch mit unzähligen Saugnäpfen. Gebieter, dies dürfte der Schlüssel zum Kontrollraum sein. Der Eingang zum Kontrollraum ist auf der Karte mit X markiert. Den habe ich doch schon längst gefunden. Ich empfehle, auf schnellsten Wege zum Kontrollraum zu gehen. Das ist allerdings ein sehr guter Rat. Meine liebe Fei. Meine gute, gute Fei. Glas weit genug wegstellen, sonst schütte ich wieder irgendwas aus. Boah, wie der leuchtet hier oben. Direkt neben meinen Rubinen. Die ich auch mal wieder ausgeben sollte. Die 600 Stück. Muss ich dann, nachdem ich die Flamme hier habe. Wie heißt jetzt? Zu dem fliegenden Laden in Wolkenhort gehen. Und dort gab es noch ein paar Sachen, die ich mir, glaube ich, kaufen konnte. So, das sollte auch der schnellste Weg zum Master-Tor sein. Schätze ich mal. Und mal da jetzt noch runter und in dem Stockwerk ist es jetzt. Jetzt noch die Tür, das ist aus irgendeinem Grund ist das ein ganz anderes Gebiet. Verstehe ich nicht ganz, aber naja, egal. So. Nochmal speichern vorne nehmen und zuerst mal heilen. Ganz gemütlich hinsetzen. Über das Leben nachdenken. Wieso regenerieren meine Herzen hier? Ich weiß es nicht. Wir sollten darüber philosophieren.
Oder speichern und darüber nachdenken. Ich speichere jetzt nur vor dem Endgegner. Damit ich dann vorbereitet bin für den. So. Kommt erstmal Tetris spielen. Und Arm verrenken. Das ist dann immer das Lustigste. So, wo ist denn hier so eine große Fläche? Oh Gott. So eine große Fläche, dass das hier oben überhaupt hinpasst. Ich finde da gar nicht so eine große Fläche. Oh. Warte mal kurz. Nein! Ja, ich wollte das Schloss betrachten, so. Also in der Mitte, das muss so... so irgendwie sein. Kann man es eigentlich eh schon... kann man es schon so irgendwie rausfinden normalerweise, oder? So? Nö. Noch einmal drehen. Ah, passt perfekt. Wie angegossen. Es war jetzt leicht mit dem mittleren Teil. Aber es soll mich nicht stören. Sonst sitze ich wieder ein paar Minuten da und verrenke meine Hand bis zum geht nicht mehr. Das ist gerade bei so einem Spiel wie Zelda, wo man wirklich mit der Hand ordentlich arbeiten muss, ein bisschen problematisch. Sag's ja, da kommt. Der Schlüssel gibt uns einen Hinweis, was für ein Gegner kommt.